Ja, da bin ich wieder und ich habe gestern aufgehört. Ich muss mich mal kurz ein bisschen orientieren. Wir haben ja eigentlich nicht viel gemacht. Ich hatte das Problem hier mit dem Speer, weil ich ja hier jetzt gerade meinen Handwerker produziere und deswegen kaufe ich mir jetzt noch mal ganz schnell einen. Ja, Krieger oder Schleuderschütze? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich nehme den Krieger. Der ist zwar nicht so schnell, aber ja, da kannst du noch nicht rüber. Der hält ein bisschen mehr aus. Ja, die hatten sich, glaube ich, jetzt das Barbarenlager da unter den Nagel gerissen, aber das konnte ich irgendwie nicht verhindern. Falls ich mich recht entsinne. Oh. Hier haben wir eine andere Küste, aber wir haben noch ein Dorf gefunden, das ist doch schön. So, und den Krieger, den mache ich jetzt zur Eskorte vom Handwerker. Den Handwerker ziehe ich. Kann ich da nicht schon? Da kann ich doch bestimmt schon bauen, oder nicht? So, wir müssen eine neue Produktion wählen und ich weiß nicht genau. Das gibt Kultur und Glauben, das Orakel. Ich würde, glaube ich, gerne einen Händler bauen, aber ich weiß nicht, warum ich hier schon Krieger angefangen habe. Wir bauen mal einen Händler, wir brauchen Köhlen. Da kommen wir erst nächste Runde hin. So, und Modernisierung erstellen Steinbruch. So, und damit haben wir jetzt schon Heureka bekommen und können, wir hatten ja das Problem, dass wir nur eine Technologie mit Heureka hatten. Jetzt haben wir schon die nächste, die wir erforschen können. Und das gibt natürlich einen Vorteil, je schneller man seine Technologien hat. Gold. Und ein Barbarendorf haben wir hier. Ja, dann kann ich mit ihm hier gleich wieder nach oben gehen. Mit dem Krieger versuchen wir mal, das Barbarendorf zu plätten. Das bringt nichts, den anzugreifen. Die können sich mal heilen. So, und die Neuerung bei diesen Handwerkern ist, man kann immer nur drei Modernisierungen bauen und dann ist schon, ist der Handwerker weg. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Der Bau von Bezirken in unseren Städten kann viel effektiver und lukrativer sein als einfache Modernisierungen wie Bauernhöfe und Minen. Genau. Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Sehr schöner Spruch von Mark Twain. Jetzt, es ist ein bisschen anders als bei Civ 5 oder bei den vorigen Teilen. Ihr könnt euch daran erinnern, dass ihr super viele ja, Gebäude bauen konntet, einfach wenn ihr sie gerade erforscht habt. Hier ist es ein bisschen schwieriger und zwar kann man jetzt nur Bezirke bauen anhand der Einwohnerzahl. Also sprich, man kann, glaube ich, von vornherein drei Bezirke bauen. Den vierten kann man erst bauen, wenn die Stadt eine Einwohnerzahl von 10 erreicht hat. Das begrenzt natürlich
ein wenig die Städte und man muss schon ein bisschen darauf achten, was man jetzt für eine Stadt baut, ob man jetzt eher auf Produktion geht oder auf Forschung oder auf Glauben und solche Sachen. So, Steinmetzkunst hatten wir ja gemacht. Wir können jetzt hier noch ein bisschen was gucken. Hier haben wir baut eine Ressource ab, müssten wir eigentlich bald kriegen, weil wir ja irgendwo schon Ressourcen haben. Oder sehe ich das falsch? Egal, ich werde gleich hier nochmal den Reis klar machen. Vielleicht ist es auch das. Naturwunder müssen wir finden. Drei Barbaren besiegen kann man schaffen. Handelsweg sind wir dabei. Stadt an der Küste müssten wir bald jetzt irgendwann eine neue Stadt gründen, das stimmt schon. Errichte eine Weide, können wir nicht. Keine Pferde da. Siege im Kampf mit einem Schleuderschützen, das könnten wir, ja, vielleicht hätte ich eben Schleuderschützen bauen sollen. Das wäre besser gewesen, glaube ich. Egal. Steinmetzkunst und weiter geht's zum Reis. So, jetzt hoffe ich, der blöde Speer kommt nicht zurück. Ich habe ein Dorf gefunden. Ah, da. Ob ich da noch hinkomme? Ach, die prügeln sich ja mit denen, das ist ganz nett. So, wir haben unseren Händler fertig. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben hier keine Quest, wir haben in Jerusalem eine Quest. Und zwar, wir sollen einen Handelsweg errichten. Und Vilnius hat eine Quest. Wir sollen einen großen Wissenschaftler rekrutieren. Können wir leider im Moment gerade nur das mit Jerusalem machen. Insofern gehen wir jetzt auf den Händler, klicken auf Jerusalem, Weg Dieser beginnen. Handelsweg wird unserer Zivilisation nicht nur Reichtum bringen, sondern auch allmählich Straßen zwischen unseren Städten entwickeln. Straßen ermöglichen es unseren Einheiten, sich unbehindert durch schwieriges Gelände bewegen zu können. Genau. Das mit den Straßen ist ein bisschen anders. Man braucht jetzt auch keine Handwerker, um Straßen zu bauen, sondern die Straßen bauen sich automatisch durch die Handelswege, die man hat, was sehr, sehr cool ist eigentlich, finde ich persönlich. So, hier können wir uns das jetzt aussuchen. Ich bin am Überlegen zwischen Campus und Siedler. Das Problem ist, ich würde gerne erstmal einen Siedler bauen. Das wirft natürlich meine Tada! Zwei Heurikas gleich dadurch. Alles klar. So. Ja, und dann würde ich glaube ich erst, weil meine Stadt ist gleich auf 5. Und da baue ich jetzt schnell einen Siedler. Dann sinkt die natürlich ein. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch wachsen kann. Ja, sie kann auch zwei wachsen. Und ja, hier bin ich so ein bisschen überfragt, wo ich ihn hier hinstelle, den Krieger. Ich denke, ich werde ihn hier hinstellen, ganz einfach aus dem Grund. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass die Barbaren meine Modernisierung einreißen. Das wäre natürlich richtig, richtig kacke, weil das immer Zeit kostet, die wieder aufzubauen. Die haben mich im Bogenschießen ein, also brauche ich jetzt gar keinen. Obwohl ich glaube, man könnte dann auch, wenn man jetzt mit einem Schleuderschützen einen killt, könnte man die Forschung direkt komplett bekommen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt noch einen Schleuderschützen bauen. Insofern, ach Jungs. Ach, ich hätte sogar eine Beförderung gekriegt. Verdammt.
Einheiten zu befördern, nimmt denen ihren Zug weg oder nimmt einen Zug weg, glaube ich, weiß es nicht genau. Aber ich spare mir mal die Beförderung auf, weil man sich damit auch so ein bisschen heilen kann und greife jetzt den anderen Speer an. Nett. Das ist total bescheuert, dass ich hier jetzt vor dem, dass der hier nicht weggeht. Der Arsch. Was fällt ihm ein? Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung blieben die Fenster geschlossen und so konnten sie nicht hören, wie die Barbaren sich näherten. Ja, das ist logisch, oder? So, Kolonisierung und Landesvermessung haben wir hier. Damit könnte ich natürlich jetzt schneller meinen Siedler bauen. Der braucht aber gar nicht mehr so lange, deswegen lasse ich das hier drinnen mit dem Glauben, weil, wie schon gesagt, eine Religion zu gründen ist schon nicht so schlecht. Oh, wir haben Nanmadol getroffen. Das ist der nächste Stadtstaat. Ist ein Kulturstadtstaat. Ja, nee, ich glaube, der geht da mit seinem komischen Ding nicht weg. Ja, Handwerkskunst, da haben wir ja das Eureka, das können wir schnell in drei Runden erforschen. Und was hast du, hat Vilnius eigentlich für einen Fokus? Kultur auch. Na gut, das ist der große Wissenschaftler. Hatten die eine Quest? Die haben eine Quest. Auch ein Handelsweg. Könnten wir gleich. Das Problem ist, das ist ja schon durch den halben Kontinent hier durch. Und, ja. Barbaren sind überall. So, der gute Mensch will offene Grenzen. Der würde mir 2 Gold geben und 1 Gold für 30 Runden. Ich weiß nicht warum, aber okay. Eure Hoheit, wir haben größeres Wissen bezüglich des Baus von statischen Befestigungen erlangt. Der Bau von Stadtmauern um unsere Städte macht sie nicht nur stärker gegen fremde Eindringlinge, sondern ermöglicht es ihnen auch, Feinde in der Nähe zu bombardieren. Ja, das ist Wir wie alle bei. schnitzen Stein, stellen Säulen auf oder schneiden buntes Glas, um etwas zu errichten, das viel größer ist als wir selbst. Ja, ich schnitze weder Stein, stelle Säulen auf oder schneide buntes Glas. Aber man muss die Sachen ja alle sehr geschichtlich sehen. Die meisten Sprüche hier oder Zitate sind ja nicht wirklich modern. So, Forschung wählen. Haben wir hier ein paar Möglichkeiten mit Währung, dann mit Bewässerung. Hängende Gärten. Erhöht das Wachstum in allen Stellen um 15%. Muss an einem Fluss gebaut werden. Ja, das ist nicht schwer. Also, Bevölkerungswachstum ist schon richtig geil. Ja, du bist ein Arsch. Ich komme einfach nicht da vorbei. Das nervt. Dann verziehe ich mich halt. Noch ein Dorf gefunden. Der will das nur ohne alles. Nee, das will ich nicht. Dumm, dumm. Du auch dumm, dumm.
So, und ihr seht, wenn ihr mal hier ein bisschen genauer hinguckt. Ja, schön. Hier, wo der jetzt langgerannt ist, der Händler, entsteht eine Straße. Und diese Straßen, ja, ermöglichen es den Einheiten natürlich auch schneller zu laufen. Beziehungsweise, wie schon erwähnt, über schwieriges Gelände einfach rüber zu jumpen. Ohne, dass sie eine Behinderung... So, hier haben wir nochmal einen Heurika fürs Segeln bekommen. Das ist... läuft gut. Aber ich denke, das war so... Ja, ich könnte mal unter Kairo gucken, ob es da noch weitergeht. Aber hier haben wir hier schon die Grenzen unseres Kontinents, glaube ich. Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. Ja, weil man sonst nichts draus machen kann, ne? Handwerkerproduktion, ja, nee, das lohnt alles nicht im Moment. Ja, dann nehmen wir die Militärtradition, da haben wir ja schon einen Eureka. Mit dem erobert einen Barbaren Außenposten. Die können sich ja eh nicht bewegen, deswegen können wir sie mal kurz skillen, schnelle Fortbewegen auf Hügel und Gelände oder im Wald. Nehmen wir mal Hügel und Gelände. Es gibt eh alles. So, wir haben unseren Siedler fertig. Das ist doch richtig klasse. Und, ja, die hängenden Gärten kann ich noch nicht anfangen. Auch hier würde ich sagen, wir bauen mal den Kornspeicher, weil dadurch kriegen wir Wohnraum und Nahrung. Das ist eigentlich ziemlich gut. Nahrung braucht man, damit das Wachstum erhöht wird. Ich glaube, das ist die beste Wahl. So, und jetzt müssen wir natürlich einen Standpunkt für unsere Stadt finden. Und hier oben haben wir ein Barbarenlager. Das wäre nicht so toll. Obwohl das da gar nicht schlecht ist. Aber auch natürlich hier wäre ganz in Ordnung. Da ich die an der Stadt, also an der Küste bauen will, werde ich jetzt natürlich hier meinen Krieger dazu tun und den sagen, die sollen mal hier hin. Ich denke, das ist gut. Da haben wir Schafe, da haben wir die Fische. Ja, da geht auch. Ach scheiße, mit ihm wollte ich runterlaufen, ne? Bekloppt, egal. So, und wir können im Moment auch nur einen Handelsweg haben. Beziehungsweise, wir haben einfach nur einen Handelsweg. Das kann sich erhöhen, teilweise... Das ist eine 650 Quadratkilometer große Fallgrube, bestehend aus massiven Obelisken und durchsetzt mit schroffen Spießen. Und ja, sie wird dir das hübsche Gesicht zerschneiden. Alles klar. Wir haben ein Naturwunder gefunden und damit haben wir ein weiteres Heureka. Und ihr seht, was jetzt hier gerade passiert. Der Barbar versucht, meinen Händler zu killen und das wird er wahrscheinlich auch schaffen gleich. Weil man den Händler leider nicht selbst steuern kann. Man kann höchstens hoffen, dass der jetzt gleich schnell genug abhaut. Der Mann, der Schneid genug hat, sich für die Bewaldung und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer.
Vielleicht sogar noch mehr. Ja, wir haben eine Naturwunde gefunden. Perfekt, eigentlich. Noch ein paar Barbaren. Ja, komm. Und mit dir gehe ich jetzt einfach mal runter. So, und als nächstes... Astrologie erlaubt uns natürlich, eine heilige Stätte zu bauen, was den Glauben natürlich sehr, sehr stark pusht. Bogenschießen würde uns erlauben, Bogenschützen zu bauen, die natürlich auch schon sehr nett sind. Segeln ermöglicht Handwerkern das Wassern, was gut ist, damit man die Fische bekommt. Und ich denke, das nehmen wir jetzt auch als erstes, weil gleich meine Stadt am Wasser fertig ist und dann kann ich auch wieder einen Handwerker bauen und das dann ein wenig pushen. So, ich lasse den Mann da stehen. Mal gucken, vielleicht überlebt er das. Und hier ist wirklich eine Bergkette. Ich komme da einfach nicht lang. Ich müsste dann hier unten lang oder hier lang. Und das hat er echt gut zugemacht. Ist in Ordnung. So. Die Speer kann man jetzt eigentlich relativ gut einsetzen. Indem man die an zum Beispiel der Straße entlang stellt, wo der Handelsweg ist. Damit man da, ja, und da ist er schon geplündert worden, damit genau das nicht passiert. Das ist natürlich jetzt total toll. Aber naja, wir haben die, die Quest erledigt. Und... Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука, чего еще желать? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe alles. Ich spiele übrigens auf Prinz. Also ich mache es mir jetzt nicht unbedingt hart. Prinz ist, glaube ich, normal. Die normale Einstellung. So. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir wieder die, die Politik ändern. Großer General, großer Wissenschaftler. Ich kann sie leider noch nicht, ich brauche unbedingt eine dieser anderen, um... Ja, da was Neues, zu bauen. Wir können mal gucken auf dem Ausrichtungsbaum. Wir müssten zu politischer Philosophie... da werde ich jetzt auch hin erforschen. Jetzt haben sich die blöden Typen da jetzt gerade hingestellt. Das ist ja richtig klasse. So, aber hier 2320 vor Christus machen wir auch eine kleine Pause. Ich bin morgen wieder da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn.